Extrem schnell. Einer der stärksten Serienminis aller Zeiten im Duell Mann gegen Maschine. Automagazin, denn dieses Duell, das gab's noch nie. Der nagelneue Mini Cooper S gegen einen der schnellsten Sportler Spaniens. Wir haben sie beide in die Rush Hour von Barcelona geschickt, der nicht ganz ernst gemeinte Autotest von Marius Zimmermann. Großstadt auf Spanisch. Hektisch, eng, laut und chaotisch. Barcelona, Olympiastadt mit den besten Voraussetzungen für ein Rennen, das es so noch nicht gab. Diese Beine gegen diesen Flitzer, den neuen Mini Cooper S. Sandra startet mit dem Mini durch. Die spanische Studentin lebt mitten in der City Barcelonas. Auf in den Kampf, Auto gegen Mann. Roc Canals ist schon heiß, exzellenter Langstreckenläufer und mehrfacher Marathonsieger. Das ist ein schwieriger Kurs, aber ich habe mich gut vorbereitet und ganz sicher eine Chance gegen das Auto. Eine Kampfansage, die einschüchtert. Ja, ich habe hier meinen flotten roten kleinen Mini neben mir. Der hat sehr viel Power, ist sehr flott, aber der Verkehr hier in der Stadt ist ein bisschen zähflüssig. Von daher wird es problematisch sein zu gewinnen, aber ich werde mein Bestes geben. Die Strecke von der Kolumbus-Statue am Hafen in die Flaniermeile Ramblas. Die rote Route von Sandra führt an der Altstadt vorbei. Roc kürzt durch die Fußgängerzone ab. Ziel nach 5 Kilometern, die Kirche Sagrada Familia. 4 Räder mit 175 PS gegen 2 Beine und Stierlunge. Der Start. Sandra legt im Mini mit Vollgas los, fährt Roc sofort davon. Einfahrt in die Ramblas, die belebteste Straße der Stadt. Roc findet schnell seinen Rhythmus. Sandra hängt fest, Stau ohne Ende. Selbst im Mini-Flitzer kein Durchkommen. Roc zieht locker vorbei, biegt in die Fußgängerzone ab. Mit Vollgas durch die Innenstadt, sein Vorsprung wird größer. Endlich auch freie Fahrt für Sandra. Sie holt alles aus dem Mini raus. Endspurt für Läufer und Fahrer. Wer gewinnt das ungleiche Rennen? Zielankunft. Sieg für den Mini. Sandra hat es noch geschafft. Gerade mal eine knappe Minute Vorsprung vor dem Ausdauerläufer. Knapper geht es kaum beim Rennen Mensch gegen Maschine. Ja, ich stehe hier als Erstes. Ich bin wie die Wilde durch die engen Gassen gepäst. Es war so viel Verkehr, es war echt ein haarscharfes Rennen. Aber jetzt stehe ich hier und habe gewonnen. Ich habe alles gegeben, habe alles probiert. Leider hat es zum Schluss nicht ganz gegen das Auto gereicht. Ist schade, weil ich hätte schon gerne gewonnen. Immerhin braucht Roc nach dem Rennen nur ein Fläschchen Wasser. In der Stadt ist unser Mini wesentlich durstiger. Der Durchschnittsverbrauch über 9 Liter.